So, das ist Turm 14 von 17, also drei Türme fehlen noch. Ja, das ist ja schon fast alles. Ja, fast. Aber halt irgendwie auch nur fast. So, aber wegen der Aufnahmekapazität der Festplatte würde ich sagen, wir spielen auf jeden Fall nicht länger als 2 Stunden. Ja. Jetzt habe ich irgendeine Waffe kostenlos freigeschalten. Okay, sehr schön. Ja, ich nicht. So, Fähigkeiten. Ich habe nochmal 2 Fähigkeitspunkte. Ja, ich schau mal ganz kurz hier. Welchen nehmen wir? Wir nehmen mal den da oben. Oh, noch ein Fähigkeitspunkt, dann habe ich alles voll geskillt. Oh, sehr schön. Und mit Skills weiß ich gar nicht, wie es bei mir da gerade aussieht. Sehr schön. Okay, also ich habe uns den nächsten Außenposten markiert. Na, hier kann man gut mit dem Wingsuit. Ah, machst du schon. Sehr gut. Ja. So, ich muss leider erst mit der Zipline runter, deswegen komme ich nicht ganz so weit. Ich komme recht nah ran. Das könnte für dich sogar schon fast zum Problem werden. Nee, so nah komme ich nicht ran. Okay. Wow, im letzten Moment, wirklich im letzten Moment hat er gerade den Fallschirm aktiviert. Naja. Okay, ein Fettchen haben wir schon mal. Sehr schön, haben wir hier gescheite Schutzwände, dass sie uns nicht entdecken. Ja, hier hinter. Star. So. Ah, hab auch einen entdeckt. Noch ein Fetti? Ah, nee, kein Fetti. Einfach nur ein normaler Typ. Soll es ja auch noch geben, hier im Norden von Kyrat. Normale Typen. Langweilig. Ich weiß gar nicht, was diese... Was bedeutet das denn eigentlich? Die Legende? Sniper? Chaser. Okay, jetzt müssen wir noch wissen, was Chaser eigentlich heißt. Die reinrennen und Sterbtypen. Das sind so die Kamikazen-Leute. Aha, okay. Naja. Oh, ich hab Propaganda gefunden. Einen Brandpfeil habe ich noch übrig. Warte gut, mal. Dann nutze ihn auf jeden Fall für die Propaganda. Ah, ich sehe die Propaganda. Oh. Wobei, nee, ich habe das eine andere erwischt. Hier ist noch mehr Propaganda. Naja, ich habe auch. Das ist ja ein richtiges Propaganda-Zentrum hier. Wobei, das war nochmal was anderes. Huch. Alter, der ist gerade ganz komisch gelaufen. Ja, hier laufen halt ganz viele ganz komisch. Was machen die? Was haben die da? Ganz komisch. Hä? Ah, jetzt habe ich ihn. Auf einmal so ruckartig schnell. Ja. Jetzt nochmal, ganz ruckartig schnell. Aber es lag daran, dass er plötzlich einen Pfeil im Kopf hatte. Oh. Oh, du wurdest entdeckt. Ja. Schade. Der war noch hinten im Wald, den habe ich nicht gesehen. Okay. Der kam auf einmal von hinten rein. War nicht so toll. Ich takedowne mich wieder durchs Leben. Muss ich auch mal machen. Gibt's noch mehr zum Takedown? Hallo. Ist ja noch alles was los. Wir sind schon alle weg. Ah, die Propaganda hast du zerstört. Ja. So, erstmal durchsuchen wir die Leichen hier. Ist ja auch. Oh, ich habe eine Kiste entdeckt. Kein Problem. Ich würde gerne diesen Alarm hier zerstören. Aber es geht natürlich nicht. Ah, da oben war die Propaganda. Wie kann ich die am besten zerstören? So zum Beispiel. Okay, ich habe die Propaganda zerstört. Mitten im Kampfgefecht. Ich versuche mich mal so von hinten an die Rand zu schleichen. Habe ich auch noch nie getestet. Wurde so übrigens entdeckt. Ach, echt jetzt? Ja, tatsächlich. Ich geh auch mitten rein. Ich weiß. Also kam jetzt erst gerade eben die Meldung, dass du entdeckt wurdest. Das ist ja. Feuer einfach nur. Ja, reicht auch. Ich höre die LMG weiter feuern noch. Och, ja, nee. Irgendwie schon. Jetzt ist sie leer. Ah. Hast du LMG geschnappt? Na ja, nee, mein eigenes. Ach LMG. So, okay. So. Aber das Problem ist, das sind 500 Schuss und so, das kostet eine Scheiße. Die ganze Zeit einfach weiter geschossen. Oh Mann, okay. Guck mal, das wird wahrscheinlich teuer. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. So. Ha ja, 83.000 geht. Ja, hier oben. Ja, ich habe 500 Schuss im Magazin. Ja. Bei mir ist es meistens eher so 20.000 bis zu 20.000. Schauen wir mal. Ah ne, hier in diesem Fall sogar noch 5.000.
Naja. Und ordentlich Zeug gesammelt. Das Ding ist teuer. Theoretisch schon fast jetzt schauen. Kartons. Cut me free. Irgendwie schießt du auf Kartons, oder? Ja. Okay, ja, ich frag mal gar nicht. Aua! Schießt du auf mich? Nee, auf den Gastank. Ach, deswegen. Ja, das war jetzt irgendwie nicht so. Ich wollte eigentlich hier mal den Meister starten. Okay. Ja, gut. Also, mal schauen. Oh, hier wird man schon fast entdeckt. Von einem heiteren Gesellen auf dem Dach. Guten Tag. Ich habe ihn mal markiert. Gibt's ja eigentlich. Es gibt ja auch so eine komische Leuchtpistole, oder? Ja, gibt's. Ist die stark? Wow, hier kam mir gerade richtig einer auf mich zu. Nein. Ja, fast lautlos, würde ich sagen. Ja. Oh ja, ich wäre schon tot. Na gut. Das machen wir vielleicht nochmal. Ah, das war der von gerade eben. Ja, ja, okay. Ja. Das haben wir irgendwie besser hinbekommen vorhin. Aber ich finde die Startposition hier auch echt schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Die ist echt nicht so toll. Die wird man fast sofort erkannt, wenn man nicht aufpasst. Da kam da vorher noch mal einer auf mich zu. Was bei dir war vorhin einer im Wald, da muss ich jetzt auch so, vorsichtig sein. Ich hab die beiden Sniper oben mal geholt. Ja, das ist schon mal gut. Okay, hier ist irgendwie so ein Tank. Oh, das sind Bienen. Wie kann ich Bienen aufscheuchen? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Draufschießen. Ja. Ist passiert. Okay. Bin gespannt, was jetzt passiert. Greifen die jetzt irgendwen an? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. So, da nochmal zwei entdeckt. Schade. Wäre irgendwie lustig, wenn die jetzt hier jemanden angreifen würden. Am besten, wenn er dann zum Alarm will, dann wird er von Bienen angegriffen. So, ich will jetzt irgendwas, sieht genau bei dir. Wie, von dem Pfeil ist er nicht gestorben? Ah, jetzt. Ich tu mal hier ein bisschen Feuer machen. Ja, genau. Ich habe auch gehört, ihnen ist es einfach ein bisschen zu kalt. Die hätten gern ein bisschen Feuer. Eine Explosion. Ja, genau. Es soll ihnen an nichts fehlen. Verdammt, ich komme hier nicht rüber. So, jetzt ist die Frage, wohin geht der? Ich würde gerne den hier aus mit einem Takedown ausschalten, aber kommt natürlich auf mich zu. Ich habe heute echt Pech. Wobei, er überlegt sich's nochmal. Ah, er überlegt sich's. Ja, nein. Könnt ihr nicht einmal sinnvoll laufen? Wurde ich entdeckt? Ja, oder? Ja. Schlecht. Aber es ist nur noch der eine übrig. Ja, aber es reicht leider. Für den Alarm. Ja. Ah, schade, schade, schade. Naja, ich habe noch Molotovs. Warte. Ah ja, gut. Genau, ich würde sagen, wir bereiten Ihnen einen netten Empfang vor, der Verstärkung. Verdammt, ich habe meinen Bogen irgendwo. Molotovs habe ich nämlich auch noch. Soll ich hier Waffe tauschen gegen meinen Bogen? Findest du meinen Bogen irgendwo? Nee, keine Ahnung. Sag ich so eine blöde AK. So, ich habe ihm mal einen Molotov entgegengeworfen. Ich hoffe, sie freuen sich. Ich habe gehört, die Heizung im Auto ist ausgefallen, deswegen dachte ich, man hilft, wo man kann. Ich mache auch fröhlich mit. So, 6 Stück habe ich noch übrig von meinen 15. Oh, noch ein Fetti. Dem Fetten war es auch. Dem hat die Rüstung noch nicht ausgereicht, dem war es immer noch ein bisschen zu kalt. Ja. Aber ich da kommt noch welche. Gehört. Ja, sehr schön. Oh Mann, ich sollte mal. Alter. Warum nur? Oh. Na egal, ich hab noch. Dann kämpfe ich jetzt halt mit meiner AK. Oh, Fetti. Scheiße. Oh nein. Scheiß AK. Oh nö. Okay, nochmal. Jetzt hab ich fast hätten wir es geschafft.
Ich hoffe, man kann die AK wechseln. Oder so. Ah, ne, okay, ich hab wieder. Du kannst die normalen wieder, ja. Puh, ich hab schon gedacht, ich müsste jetzt mit der AK leben. Nee, das wäre nicht so schön gewesen. Aber wie benutzt man C4 eigentlich? Platzieren und zünden. Ja, warte mal, das könnte man. Du warst doch immer der C4-Profi. Ich weiß gar nicht, Linksklick war legen und rechts. Nee, die zünden. Leute, ich sehe ja gar niemanden. Ja, ich auch nicht. Deswegen. Warte mal, Linksklick. Nee, Rechtsklick war ganz werfen. Ganz leer gefegt hier der Boss. Okay. Rechtsklick war werfen. Linksklick war zünden. Andersrum. Aha, okay. So. Ich hab schon mal erlahmt. Trotzdem einen, glaube ich, erwischt. Ja. So, ich gehe mal hier lang, einfach weil ich's kann, glaube ich. Ah, hier ist noch einer. Okay. Den Kamikaze tue ich gerne mal ausschalten am Anfang. Achtung, da ist. Einer. Fett nicht. Oder schon noch ein anderer? Nee, nee. Ich dachte gerade, du wärst ein bisschen anders, woanders als du tatsächlich warst. Aber wir haben sicher noch nicht alle entdeckt, also. Oder halt markiert. Ups, jetzt habe ich irgendwo C4 und ich weiß nicht mehr, wo ich das hin hatte. Da muss ich sagen, das weiß ich leider auch nicht. Ich zünd's einfach mal, so. Ja, es war nicht so viel passiert, aber vielleicht können wir sie damit ein bisschen aufscheuchen, quasi. Naja. Da auch nicht. Da doch noch viel mehr sein. Ich sehe nur noch einen fetten. Ne, einer ist noch da auf jeden Fall. Das sind drei, sehe ich auf jeden Fall noch auf der Karte. Ah, doch, da ist einer. Verdammt. Du wurdest entdeckt. Hm. Bisschen blöd. Es gibt aber nur noch zwei. Mach mal. Achtung. Okay. Ja. Ich habe das Problem mal gelöst. Ich höre aber irgendwie eine Granate ticken. Steckst da vielleicht du dahinter? Nein. Ich wollte nicht zum Abschluss noch eine Granate. Dachte schon. Nein. So, ja, das war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ah, doch, wir wurden auch entdeckt. Stimmt, du wurdest kurz entdeckt. Naja. Ja, naja. Aber gut. Hätten wir das auch geschafft. Habe ich zum Schluss noch zwei Takedowns einfach so gemacht. Ja. Weil die noch beieinander standen. So. Ja, wieder aufladen, genau. Alter, wie teuer hier. Ach, du Scheiße. 199.000. Bei mir 3.200. Scheiße, Mann. Stimmt. Ey, ich bin fast froh, dass die Molotow-Runde nicht drin ist. Die wäre wahrscheinlich teuer geworden. Pfeile und so wieder kaufen, ja. So, wollen wir mal noch was anderes machen, oder? Ja. Zum Beispiel Fashion Week. Fashion. Wobei, da braucht man eine spezielle Waffe. Da will ich eigentlich jetzt keine tauschen, ehrlich gesagt. Ja. Doch nicht so gut. Schauen wir mal, was haben wir noch? Hier ist noch irgendwas. Ah, da drin. Was bietet die da drin an? Oder der da drin? Haben wir noch ein Elk? So. Ich hab mir mal noch eine neue Waffe besorgt. Hallo. Hostage. Aber wir machen noch kurz eine Hostage Rescue. Das oh ja, oh ja, oh ja. Hostage Rescue. Wo ist sie? Wohin müssen wir? Ja, Moment. Ich schau grad mal. Das ist ja eigentlich direkt auf dem Weg, nicht arg weit weg. Ja, genau. Ah ja, noch ein paar Geiseln befreien ist immer gut. Ah, guck mal, ich habe das perfekte Werkzeug dafür. Ja. Oder? Ja, ich würde sagen, ja. Das sieht doch sehr sinnvoll aus. Gucken wir mal. Also es darf keine Geisel sterben, ne? Ja. Oder es sollten möglichst wenig sterben, sagen wir es mal so. Jetzt aber lass erstmal den Überblick verschaffen, ne? Ja, ich habe zum Beispiel schon mal einen fetten. Oh, markiert. Einen fetten, ja. Fette ist gleich weg. Also man darf es auf jeden Fall Fetter nicht. Fetter ist weg. Oh, wir wurden entdeckt. Ich weiß gar nicht warum. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Seltsam. Ja, jetzt sind ein bisschen zu viele gestorben. So schnell konnte ich nicht hineilen, leider. Och Mann. Ist aber blöd. Ja, ist sehr okay, schade. Lassen wir mal das Ding lieber weg. Finde so. Ich auch. Also ich verstehe auch wirklich gar nicht, warum das jetzt so ist. Wie kann man durch sowas entdeckt werden, sag mal.